So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei mir auf dem Kanal. Wie ihr wisst, ich streame sehr, sehr gerne und sehr, sehr oft mittlerweile mit euch. Und es macht mir wirklich Spaß, live mit euch zu sein. Aber mit den ganzen Software am PC ist es echt anstrengend, das Ganze zu bedienen. Deswegen gibt es eine Lösung dafür. Und die Lösung heißt Elgato Game Capture Card und Stream Deck. Ich habe beides hier jetzt. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal an den Unboxing-Tisch, packen die Sachen aus und probieren sie mal und installieren sie mal. Mal gucken, was passiert. Viel Spaß! Super, dann sind wir an unserem wunderschönen Unboxing-Tisch. Okay, dieser Tisch ist ein Gaming-Tisch geworden mittlerweile. Es ist überall Flecken, es tut mir echt leid. Ich bekomme den nächsten neuen Tisch, deswegen keine Sorge, Freunde. Den nächsten sind weniger Löcher drin und Flecken. Und ihr wisst, was ich meine, Freunde. Er wird noch größer und schön. Aber naja, jetzt müssen wir mit diesem wunderschönen Tisch jetzt auskommen. Aber naja, darum soll es nicht gehen, um meinen wunderschönen Gaming-Tisch, sondern um dieses schöne Paket hier. Wir haben hier zwei Produkte drin. Einmal Elgato Game Capture Card und einmal das Elgato Stream Deck für meine Streams. Und darauf freue ich mich sehr. So, ich nehme mal mein Messer. Chill, was ich im Shop zu kaufen gebe, Freunde. Spielt nicht damit rum, ihr könnt euch übelst verletzen. Machen wir das Ganze mal auf. Sag mal, öffne ich ihn gerade von der falschen Seite oder was ist hier los? Nee. Ganz komisch, guckt euch das an mit dem Karton. Guck mal, der ist so drin gesteckt, keine Ahnung. Ganz komisch. Ich bin mal gespannt. Ich hatte beide Produkte noch nie gesehen, noch nie angefasst. Ich habe keine Ahnung, wie sie zu einem nach Hause kommen. Und das werden wir jetzt sehen, Freunde. So, als erstes kommt uns der Stream Deck entgegen. So sieht es aus. Das ist einmal das Stream Deck. Verpackung. Involve your content. Faites et voulez, vous continuez. Okay, alles klar, die sind französisch oder was? Man kann mit dem Stream Deck eine ganze Menge machen. Man kann es mit OBS verbinden, man kann es mit TP-Stream, mit Twitter, mit alles, mit YouTube, alles drum und dran verbinden. Dann hast du alles mit einem Knopfdruck ja, abrufbar, anstatt hier in den OBS rumzufummeln, zum Beispiel irgendeine Musik zu starten und so weiter und so fort. Dann kannst du einfach mit einem Klick und dann startet auf einmal die Musik. Oder ihr wollt eine Transition haben, Klick. Oder ihr wollt Werbung machen für euren eigenen Merch, Klick. So einfach funktioniert der Stream Deck, hoffentlich. Das werden wir aber gleich testen. Ich gehe mal kurz auf Seite, denn wir haben noch ein Produkt und das ist die Game Capture Card HD60S. Ihr wisst, ich habe eine PlayStation damit zugeschickt bekommen, um damit zu streamen. Brauche ich nicht unbedingt dieses Gerät, aber andere Konsolen brauchen tatsächlich die Game Capture Card, um einfach das Signal von der Konsole abzugreifen. Man kann sicherlich auch mit den ganzen Konsolen auch so streamen, aber mit der Game Capture Card macht das Ganze ein bisschen einfacher und ihr könnt einfach mit dem PC das Ganze aufnehmen, was für mich auf jeden Fall sehr einfacher ist. Sehr einfacher ist. Ihr wisst, was ich meine. So, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit der Game Capture Card an. Denn für mich ist das Stream Deck am spannendsten und ihr sollt ja dranbleiben, Freunde. Deswegen legen wir das auf Seite und jetzt öffne ich ganz vorsichtig. Wunderbar. So, hier vorne kann man es so ziehen. Wow, die Verpackung ist auf jeden Fall sehr schön. Blaue Farbe, perfekt, passt zu meinem Kanal. Dann klappt man das hier zur Seite. Yeah, und dann hat man schon die Game Capture Card. Und die kann man auch schon direkt rausholen. Wow, ich habe gedacht, die wiegt ein bisschen mehr. Das ist ja total klein. Hier vorne haben wir einmal USB-C, ein HDMI-In und ein Audio oder Audio-Jack. Auf der anderen Seite haben wir ein HDMI-Out. So einfach ist das Ding konzipiert. Es ist wirklich nicht viel dran. Ganz easy und einfach. Sehr schön. Einfach einstecken, Software downloaden und dann sollte es schon ganz einfach funktionieren. So, machen wir das nächste auf. Was haben wir da? Wir haben hier einmal ein USB-C-Kabel auf Normal-USB. Sehr schön, dass das Ganze mit USB-C schon funktioniert. Sehr gut, das mag ich immer. Und dann haben wir hier ein HDMI-Kabel. Auf einer Seite haben wir HDMI-In. Da geht die Konsole-Signal hin. Zack. Das geht von der PS4 da rein. Kommt dann da wieder raus und geht an euren PC und dann zu dem Programm. Das brauchen wir nicht mehr, das können wir beiseite legen. Und jetzt befassen wir uns mit dem Stream Deck. Auch hier die Verpackung ist sehr, sehr schön, Freunde. Finde ich persönlich sehr gut, passt zu meinem Messer auch. Yeah, alright, da ist es, Freunde. Wow, ich hätte nicht erwartet, dass es so klein ist. Das Stream Deck ist wirklich klein. Wir haben hier insgesamt 15 Tasten, die man komplett allein einzeln belegen kann. Das sind auch... Oh, was ist das? Ach, was ist das? Ach, zum Aufstellen, Moment mal. Diese Teile drückt man so raus und dann kannst du ungefähr die Position bestimmen, die ihr haben wollt. So, ja, das ist eine gute Position. Wenn es zu hoch ist, gibt es hier noch zwei weitere kleinere. Die sind ein bisschen kleiner. Und das ist nämlich nicht mehr so hoch. Oh, das ist perfekt, so kann ich das super sehen, wenn es ein bisschen weiter entfernt ist. Zack, zack, zack. Kann man perfekt draufklicken. Das ganze Konstrukt ist ein bisschen instabil. Wenn man es hochheben will und woanders hinstellen will, dann ihr seht, das löst sich dann immer. Das ist echt ein bisschen nervig, würde ich sagen. Die Halterung hätte man ruhig ein bisschen stabiler machen können, aber okay. Davon geht aus ein USB-Kabel.
So, das ist ungefähr, ja, 1,5 Meter lang. Und sonst haben wir nichts mehr an diesem Streamback. Es sind wirklich nur 15 Knöpfe und das war's. Ein Quick Start Guide haben wir hier noch. Wie das Ganze funktioniert. Perfekt. Und noch eine kleine Klo-Lektüre und das war's. Sonst haben wir nichts mehr hier. So, ich werde das Ganze jetzt im Stream testen und mit der Software und so weiter. Ich werde mich ein bisschen damit auseinandersetzen. Und dann werde ich euch zeigen, wie man das Ganze installiert und benutzt. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns dann in ein paar Tage wieder. Dann bis gleich. Es dauert ja für euch nicht lange. Achtung. So Leute, mittlerweile ist es ein paar Tage später und ich habe tatsächlich alles installiert, so wie ich es haben wollte. Deswegen gehen wir kurz in meinen Desktop rein und gucken uns das Ganze an. Ich habe extra eine Kamera aufgestellt hier für den Streamlink, damit ihr seht, welche Aktionen hier so passieren. Wie gesagt, ich habe es jetzt im Livestream schon getestet. Das funktioniert wunderbar und es macht wirklich Spaß, damit zu arbeiten. Bevor wir aber anfangen, darum rumzufummeln, erkläre ich euch direkt mal den ersten Bug, der hier entsteht, was ziemlich nervig ist bei dem Streamlink. Das heißt, wenn ihr anfängt, die Knöpfe mit Bilder auszustatten, kann es sein, wenn ihr immer noch da rumfummelt, dass alle Bilder dann verschwinden. Das heißt, alle Bilder, die ich hier so installiert habe, können verschwinden. Das heißt, es könnte sein, dass gleich das genau das passiert, wenn wir gleich rumfummeln und euch das zeigen, wie das Ganze funktioniert oder wie man das Ganze installiert. Deswegen, im Moment sind alle Bilder noch da, so sieht es ungefähr aus. Und dann, wenn die gleichen Bilder weg sind, wisst ihr, dass wieder dieser Bug. Ich weiß nicht, warum das noch nicht gefixt worden ist, weil das ist schon ziemlich nervig, wenn man alles installiert ist. Mein Tipp ist dazu, installiert am besten alles, erst dann macht ihr alle Bilder drauf und dann sollten die Bilder nicht mehr verschwinden. Zumindest war das bei mir so, ob das bei euch auch so funktioniert, weiß ich. Ein anderes Problem, was ich auch bei dem Stream Deck finde, ist tatsächlich, man weiß nie, wenn man auf die Taste klickt, zum Beispiel auf diese hier, bam, wie ihr seht, bin ich jetzt, haben wir jetzt zwei Kameras und ich bin bei Fortnite drin. Ich weiß nie, ob die Taste tatsächlich aktiviert ist oder nicht, weil man sieht es halt nicht richtig, ne? Jetzt wäre ich auf die große Kamera und man sieht es halt nicht, weil das irgendwie, es wird ein bisschen dunkler, aber wenn der Raum sowieso sehr hell ist wie hier, dann sieht man das nicht, dass es aktiviert ist. Es wäre cool, dass es irgendwie so ein X da wäre oder irgendwas anderes, dass das Ding ausgeschaltet ist oder andersrum, keine Ahnung. Man sieht es halt nicht richtig, wie ihr seht. Wie ihr seht, man kann zwischen ganz viele Szenen hin und her switchen und das macht schon richtig Spaß. Also für den Stream ist es richtig cool. Leider funktioniert es noch nicht ganz cool mit YouTube. Also es gibt noch wenige Funktionen. Es wäre cool, wenn man noch ein paar Funktionen mehr hätte für YouTube selber, weil ich selber streame auf YouTube. Leider hat das nicht. Wie funktioniert das Ganze? Das erkläre ich euch jetzt, aber bevor wir anfangen, meine Bildschirmaufnahme, also dadurch, dass mein Bildschirm richtig breit ist, sieht es ein bisschen komisch aus auf dem Bildschirm. Theoretisch geht mein Bildschirm weiter nach rechts, aber das könnt ihr nicht sehen. Deswegen nicht wundern. Ich weiß noch nicht, wie man das Ganze so anpassen kann, dass es nicht komisch aussieht. Aber das werde ich jetzt demnächst noch irgendwie herausfinden. So, auf der rechten Seite haben wir hier Game Capture Card. Ihr könnt eure Game Capture hier anschließen. PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, könnt ihr alles hier anschließen und ebenfalls über den Stream Deck laufen lassen. Das Einzige, was ich getestet habe hier, war tatsächlich OBS Studio. Das ist übrigens automatisch verbunden, sobald ihr das runtergeladen habt. Man muss das einfach nur am PC anschließen, den Stream Deck und schon funktioniert das. So, dann haben wir einmal Szenen, Mixer Audio, Aufnehmen, Stream und Quelle. Und meine Szene zu machen ist ganz einfach. Ihr zieht einfach die Szene rein. Das ist alles mit Drag and Drop. Ihr zieht es rein und dann könnt ihr hier einen Namen auswählen, wie zum Beispiel Internet 2. Dann könnt ihr hier gucken, Sammlung. Die ist bei mir unbekannt, unbenannt, weil ich nichts habe an Sammlungen. So, da habt ihr das reingedroppt, Internet, dann könnt ihr hingehen und könnt ihr zum Beispiel ein Bild für diesen wunderschönen Knopf aussuchen. Das ist bei mir jetzt Internet. Wenn ich hier drauf drücke, passiert erstmal das Falsche, wie ihr seht auf der linken Seite. Das sollte nicht passieren, das heißt, wir wollen, dass das Internet angezeigt wird. Dann geht man hier unten auf die Szene und sucht die aus. Bei mir ist es dann Webseite, so heißt sie bei mir. Und sobald die einmal angestellt ist und ihr klickt einmal drauf auf den Stream Deck, zack, und schon habt ihr das Internet. So einfach funktioniert das mit den Szenen. Ihr könnt natürlich den Stream starten und Aufnahmen starten, auch ebenfalls über den Stream Deck. Ganz einfach, wenn ihr eine Aufnahme machen wollt, zieht ihr die Aufnahme einfach rein, schreibt ihr hin, Aufnahme, zack, oh, alles falsch geschrieben. Aufnahme, zack. Jedes Mal, wenn ihr dann hier draufklickt auf den Stream Deck selber, nehmt ihr quasi auf. Dasselbe funktioniert natürlich auch mit dem Stream. Wenn ihr den Stream aufnehmen wollt, live, ihr müsst natürlich aufpassen mit dieser Taste. Diese Taste geht natürlich direkt live auf YouTube und das sollte natürlich nicht passieren. Ich bin ein paar Mal schon eben draufgekommen und dann waren natürlich die Zuschauer sauer, weil ich dachte, es geht, der Livestream geht direkt los. Geht aber nicht. Ich bin einfach nur aus Versehen drangekommen. Aber das funktioniert hier in dem Stream Deck selber, könnt ihr klicken wie bekloppt. Da passiert gar nichts, aber sobald ihr auf die Taste hier kommt, dann passiert das sofort. Deswegen müsst ihr unbedingt aufpassen. So, diese Tasten brauche ich nicht, die lösche ich mal wieder. Wenn ihr einen Ordner herstellen wollt, könnt ihr ebenfalls reinmachen. Zum Beispiel Ordner Live Aufnahme und Rack, zum Beispiel, damit ihr nicht dagegen kommt. Da könnt ihr zum Beispiel mit Drag and Drop zum Beispiel Live Button nehmen und da reinfügen. Zack. Dann habt ihr es ein bisschen sicherer, dass ihr nicht dagegen kommt.
ihr müsst ein bisschen warten und dann geht das so. Dann sollte es nicht mehr passieren, dann habt ihr diesen Ordner hier, genauso wie OBS bei mir. Dann könnt ihr draufklicken und dann erst dann live gehen, damit ihr auf keinen Fall auf diesen Button kommt. So, was haben wir noch? Profilwechsel. Ihr könnt verschiedene Profile wechseln, falls verschiedene Leute diesen Livestream-PC benutzen. Dann könnt ihr natürlich noch die Helligkeit vom Stream Deck erhöhen oder runter niedriger machen. Das können wir hier ganz normal erstellen. So, das ist jetzt heller. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Button klicke, dann seht ihr, wie die Tasten nach und nach kommen. So, ihr könnt gerne noch einen Button machen, zum Beispiel für dunkler. Falls sich das Ding euch stört, dann könnt ihr immer runter machen. Wie ihr seht, hier in der Kamera sieht man, wie das hoch und runter geht. Das Ganze funktioniert auch wunderbar. Mit Twitch geht das natürlich viel besser. Ihr könnt zum Beispiel Werbung abspielen und so weiter. Das funktioniert bei YouTube noch nicht. Da gibt es noch nicht so viele Möglichkeiten. Ich hoffe, da gibt es noch ein Update, dass ich zum Beispiel Werbung abspielen kann, wann ich möchte. Tippy Stream könnt ihr ebenfalls installieren. Twitter, falls ihr eine Twitter-Nachricht raushauen wollt, könnt ihr hier ganz normal funktionieren. Wie zum Beispiel, ich bin gerade live, klickt ihr auf der Taste und das geht direkt raus. Das funktioniert auch. XSplit kenne ich nicht, habe es noch nie gesehen, aber ich denke mal, das ist sowas wie OBS. Das sollte auch kein Problem sein, das sollte genauso gleich funktionieren. Und dann haben wir am Ende noch YouTube, Chatnachrichten, Zuschauer. Wie gesagt, Leute, wenn ihr eure Gamecatcher-Card angeschlossen habt, könnt ihr einfach die Aufnahme nehmen. Zum Beispiel PlayStation, PS4 und dann sollte das ebenfalls, das ist falsch, so PS4, dann sollte es einfach funktionieren, wenn ihr sobald einmal draufklickt auf die PS4-Taste, dann sollte dann die PS4-Aufnahme starten und ihr habt es dann hier im Bildschirm. Für Livestreams, falls ihr nicht über die PlayStation selber livestreamen wollt. So Leute, kommen wir endlich zu meinem Fazit. Ich muss wirklich sagen, die Geräte machen mir extrem viel Spaß. Besonders der Stream Deck, der ist wirklich perfekt für Streamer und das kann ich nur jedem empfehlen. Natürlich, der Preis ist von 319 Euro für beide Geräte. Ist nicht gerade wenig, aber ich sage euch, das lohnt sich. Und gerade als angehender Streamer braucht man diese Geräte auf jeden Fall. Kein Mensch hat Bock, im OBS-Studio die ganze Zeit mit der Maus rumzuklicken. Wenn man das Ding vor sich hat, ist es ein Klick und es funktioniert. Ihr wollt den Bildschirm aufnehmen, Klick. Ihr wollt das aufnehmen, Klick. Das funktioniert extrem einfach. Ihr wollt Werbung aufspielen, Klick. Ich bin extrem begeistert. Ihr könnt gerne an den Livestream mal vorbeischauen, wie ich dann so hin und her klicke. Am ersten Tag habe ich wirklich hin und her geswitcht. Die Zuschauer sind total bekloppt geworden. Das war echt sehr witzig. So Leute, das war das Video zu dem Elgato-System. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Auf die Seite kommt zu weiteren lustigen Videos bei mir am Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Links und rechts mit der Social Media auf den vertreten bin. Und direkt nehme ich euch kostenlos abonnieren, wenn keine weiteren Videos mehr verpasst. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.